Danke. Thorsten, du hast das erste Wort, glaube ich. Warum Open Space Beta? Ja, Ulrike hat das ja schon ganz gut eingeleitet, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Und ja, ganz kurz zu unserer Unternehmensgeschichte. Als ich im Unternehmen anfing, waren wir wirklich sehr klein, hatten zwei ganz kleine Büros in Hamburg, wo wir in klitzekleinen Teams mit 3 bis 5 Mitarbeitern auch zusammengearbeitet haben und sind dann einfach immer größer geworden, auch nach der Lehman-Pleite. Das waren dann wirklich für den ganzen Außenhandel wirklich sehr, sehr gute Jahre, wo wir immer nur eingestellt haben. Und ich war dann irgendwann in der Situation, dass wir so groß wurden und nicht nur alle Mitarbeiter und Kollegen mit mir sprechen wollten, wegen allem, sondern auch alle Kunden. Und ich wirklich gedacht habe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und habe dann natürlich den schweren Fehler gemacht, weil mir Beta nicht bekannt war, dass wir dann das gemacht haben, was viele Unternehmen machen. Wir haben Teamleiter eingeführt, damit ich nur noch ein paar Personen habe, mit denen ich kommunizieren muss. Damals gab es ja auch noch nicht so viele IT-Tools wie Teams und Slack und so weiter. Dann haben wir auch noch einen weiteren Fehler gemacht und haben Fachabteilungen gebildet, nämlich Import und Export getrennt und noch weitere Fachabteilungen. Und das hat dann irgendwann wirklich dazu geführt, dass dass ich mich immer gefragt habe, wie kann es sein, dass wir immer größer werden, immer mehr wachsen, aber unterm Strich bleibt nicht mehr übrig, sondern eigentlich eher noch weniger, weil die Kosten einfach immer mehr werden und keiner auch einen Überblick mehr hatte und wir auch es nicht geschafft haben, wirklich gute Ideen, die bei uns vorhanden waren, am Markt zu platzieren, erfolgreich. Und das hat Ulrike ja eben so schön gesagt, es fehlte dann so also wirklich an dem Denken, wie kann ich das jetzt wirklich als Produkt auch weiterentwickeln und für die Kunden gut anbieten. Da kam dann immer zum Beispiel dieser Satz, dafür bin ich nicht zuständig. Natürlich nicht mir gegenüber, aber das wurde dann untereinander so erzählt. Ja, und dann habe ich Führen mit flexiblen Zielen gelesen, übrigens letztes Jahr. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt reicht es mir, jetzt rufst du Nils an und ich will das jetzt einfach machen. Und dann hatten wir im letzten Jahr schon einen Workshop mit Nils, der schon mal sehr interessant verlief. Ja, seitdem sind wir dabei. Wir haben dann gemeinsam beschlossen, wir machen das mit Open Space Beta. Und was mich daran überzeugt hat, war einfach dieses klare Konzept dahinter, ne? Dass es einfach einen klaren Anfang gibt. Es gibt die Zeit dazwischen, wo im Grunde genommen klar ist, welche Themen bearbeitet werden, nämlich die aus dem Open Space. Und dass es auch ein Enddatum gibt. Also dieses Timeboxing ist jetzt gerade sehr spannend, weil wir das im Grunde genommen in dieser Form gar nicht gewohnt sind. Also natürlich haben wir in unserer Tätigkeit immer feste Terminvorgaben und arbeiten auch unter Druck. Aber dass es jetzt noch bei solchen Tätigkeiten also wirklich feste Termine gibt und dieses Timeboxing, das ist für uns schon neu. Gerade wenn man vorher mit so klassischem Projektmanagement sich versucht hat, wo dann einfach viel im Sande verläuft. Das war übrigens, als wir mit Open Space Beta anfingen, gab es auch viele Stimmen, jetzt denkt er sich wieder was Neues aus und das wird ja eh nichts und so weiter. Aber jetzt sind wir mittendrin im Prozess mit allem drum und dran. Und ich glaube, jetzt hat auch der Letzte gemerkt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, und die Erfahrungen sind durchaus spannend, die wir da gemacht haben. Ja, und dann kam Corona. Dann kam Corona, genau. Unser erstes, also das Open Space 1, das übrigens das Thema hatte, wie werden wir wirklich dauerhaft erfolgreich, gemeinsam, selbstorganisiert und unternehmerisch.
Das sollte ausgerechnet am, ich glaube, es war der 22., 23. März stattfinden in Danzig, weil wir in Polen ungefähr genauso viele Mitarbeiter beschäftigen wie in Hamburg und haben gesagt, das ist dann erstmal eine nette Geste von uns und auch günstiger natürlich, wenn wir das dort organisieren und mussten das dann wirklich ein paar Tage vorher nicht absagen, aber erstmal verschieben wegen Corona. Und es gab dann ja auch das Einreiseverbot. Wir hätten gar nicht über die Grenze gekonnt. Ja, und dann fing die eigentliche Arbeit an. Und dann waren sowohl Silke als auch, also Silke hat das ja auch noch nie erlebt, solche Situationen. Und wir haben natürlich überlegt, ja, was können wir jetzt tun? Also ich habe dann im Nachhinein verstanden, das war das erste Open Space überhaupt für mich, warum so etwas virtuell gar nicht möglich ist. Also das geht überhaupt gar nicht. Das ist für mich nicht vorstellbar, wie das gehen soll, selbst mit Zoom nicht. Und haben dann angefangen zu überlegen, ja, welche Themen gibt es denn jetzt, die wir jetzt schon bearbeiten können, auch ohne das Open Space, also so offensichtliche Themen. Und haben dann in allen Büros so ein riesiges Kanban-Board an die Wand gemalt mit Klebestreifen. Und alle wurden ja eingeladen, sich Dinge zu überlegen, die zum Thema passen, die ihnen jetzt schon einfallen. Und das haben wir dann im Grunde bis zum Open Space auch gemacht. Und da ist auch viel über rausgekommen. Ja, und dann, nach dieser langen Durststrecke im Sommer, wo ja auch keiner wusste, was da als nächstes passiert, wie sich die Zahlen entwickeln, und es zudem natürlich auch noch Ferienzeit war, das heißt, viele waren im Urlaub und wir hätten dann wirklich nur in einer sehr verkleinerten, mit einem sehr verkleinerten Team das Open Space überhaupt machen können, haben wir dann die Chance ergriffen und am 5. 6. September in Danzig dann das Open Space 1 gemacht, wo Ulrike ja auch moderiert hat. Und ja, das war natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, ne, Maske, Hände waschen, Fenster auf. Immer wieder musste man daran erinnern, nicht nur zu nah aufeinander zu hängen, weil es zum Teil natürlich auch emotionalere Themen waren, die da besprochen wurden. Und es hat aber ganz gut funktioniert. Ja, und dann hinterher haben wir eigentlich sofort angefangen, an den Themen zu arbeiten. Und an manchen Themen war das Interesse natürlich nicht so groß wie an anderen Themen. Also zum Beispiel das Zellstrukturdesign ist erwartungsgemäß jetzt natürlich, betrifft natürlich alle Kollegen in der Firma, weil sie direkt betroffen sind. Und da sind wir jetzt mittendrin im Zellstrukturdesign. Wir wollen am 1.11. damit starten. Das werden wir auch schaffen. Hatten heute noch mit Nils den hoffentlich vorletzten Workshop, virtuell übrigens. Die ersten beiden haben wir dann, also einen in Hamburg und einen in Gdynia. Das ist neben Danzig, das ist unser Büro, gemacht und den heutigen aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen wirklich in verkleinerter Version mit insgesamt 7 Kollegen und Nils. Das haben wir dann über Microsoft Teams gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert, weil wir da einfach, da mussten wir halt nicht mehr so viel aufmalen und haben mehr gesprochen, was so passiert ist eigentlich und was es so für Probleme zu lösen gibt noch. Und das ist machbar, aber auch den Zellstrukturdesign-Workshop, die ersten 2 Sessions, die hätte ich mir virtuell gar nicht, das hätte nicht funktionieren können. Ja, ich denke, was man vielleicht noch ergänzen kann, Thorsten, wir haben ja wirklich diskutiert, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich vor dem ersten vorgesehenen Open Space 1 gerade aus dem Urlaub kam und selber noch froh war, dass ich überhaupt nach Deutschland zurückkam.
Und dann wusste ja auch noch keiner, wie lange dauert das jetzt eigentlich. Also wir haben ja erst mal einen Moment gewartet, dann haben wir überlegt, was wir tun können. Dann haben wir im ersten Moment angefangen zu sagen, naja, es gibt immer bei so einer Transformation ja so ganz handwerkliche Dinge, die muss auch nicht jeder machen, also weil da weiß man, dass sie zu tun sind. Also ich sage nur das schöne Thema Umgang mit Zahlen und wo sind wir eigentlich und das Ganze dann auch noch so mit den Corona-Effekten. Und dann haben wir eben, so wie Thorsten das ja beschrieben hat, so ein kleines bisschen umgebaut, dass wir gesagt haben, die Dinge, die so offensichtlich sind, dass man jetzt schon was tun kann, fangen wir an zu tun. Das ging auch. Ich nenne das mal so, das war okay, aber es war nicht toll. Also ich denke, das darf man auch sagen, weil man einfach gemerkt hat, dass auch diese emotionale, soziale Kopplung nicht so stark ist, wie wenn man zusammen in diesen Open Space geht. Und das war ja nun auch eine Zeit, du hast es ja eben sehr schön gesagt, dass man das eben dann auch nicht virtualisieren kann, wo dann auch viele Kollegen anfingen, also Kollegen meinerseits, man kann alles virtuell und selbst Open Space geht virtuell und alles kein Problem. Und wir haben ganz bewusst gesagt, nein, wir machen das nicht. Und ich muss auch sagen, man vergisst ja manche Dinge, als wir den Open Space dann hatten. Und man muss auch sagen, wir haben genau das eine Zeitfenster dann auch erwischt. Und da haben wir auch hat Thorsten auch sehr kurzfristig entschieden, so und jetzt. Also das war dann so der Punkt, jetzt kann man sich trauen und wie lange wissen wir nicht und auf. Und ich fand diesen Open Space auch so intensiv. Also ich fand das, ich weiß nicht, wie Ulrike es erlebt hat, die hat ja tollerweise das da, ich finde, ganz großartig auch moderiert. Aber also ich habe es fast vergessen gehabt und man hat aber auch gemerkt, wie sehr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das selber erlebt haben. Also daher kam das auch dieses Abstand halten und immer wieder lüften und immer wieder, weil man gemerkt hat, es ist eine andere Qualität. Ich denke, was bei euch auch was ist, was viele Unternehmen ja haben, ist ja nicht nur dieses, wir sind auch international, wir haben verschiedene Nationalitäten, aber wir haben bei euch auch den Fall, was oft vergessen wird und öfter vorkommt, als man denkt, dass es Sprachbarrieren gibt. Also dass dieses Globisch einem dann auch nicht mehr weiterhilft, wenn es sehr detailliert wird, dass man darauf aber Rücksicht nehmen kann und dass das viel besser geht, wenn man sich gegenüber sitzt, weil dann kann man mit Händen und Füßen auch. Und das ist auch passiert, das fand ich ganz toll, wo man gemerkt hat, die wollen auch alle zueinander. Mhm. Ich fand die Stimmung da ganz super. Ich fand auch diesen Auswertungstag, den wir danach, also diesen sogenannten Prep Day, wie wir das auf Englisch nennen, wo überlegt wird, wie kommen wir ins Arbeiten. Das war völlig intensiv. Wir haben ein bisschen früher, weiß ich noch, aufgehört, als wir wollten, weil alle durch waren. Also die waren geschafft, ja, also so, da ging auch nichts mehr und dann geht es sofort los und man merkt jetzt, finde ich, auch, dass durch dieses Fenster, wo wir jetzt auch durchaus ja dieses persönliche Reale haben, dass man jetzt auch besser wieder virtuell weiterarbeiten kann. Also ich habe, wenn ich eine persönliche Basis schon mal habe, kann ich natürlich virtuell gestützt auch Teile besser abstimmen, die auch schlichtweg einfach gemacht werden müssen. Aber das ist was, das ist ganz wichtig. Und diese Art der Beteiligung kriegt man sonst nicht hin. Und ich finde es nochmal auch so eine Bestätigung, dass jetzt in Open Space Beta und eben mit der Entwicklung dieser dezentralen Zellstruktur, da ist eben auch jeder betroffen. Also das merkt man irgendwann dann auch. Also du hast das so schön gesagt, das hat nicht jeder am Anfang sofort verstanden gehabt. Inzwischen haben es alle verstanden. Und dann muss man eben auch einen Raum geben, wo das eben auch entsprechend diskutiert werden muss. Und das ist eben auch ein Thema, da muss auch ganz viel diskutiert werden. Also man denkt immer, ich glaube auch Thorsten denkt doch immer, er redet auch wirklich unglaublich viel mit ganz vielen Menschen. Ich habe auch heute gesagt, mehr kann er nicht reden, weil mehr Zeit hat der Tag nicht. Und trotzdem ist es aber notwendig. Und das ist jetzt genau die Phase, in der wir auch sind. Aber ich bin... Also ich weiß, dass wir das hinkriegen. Also ich weiß, wenn das Chapter, das Kapitel bei euch, das wird ja Anfang Dezember enden und dann müsste schon sehr viel passieren, dass bis dahin die Zellstruktur nicht live ist. Wir werden da jetzt auch parallel auch direkt mit Controlling auch verändern. Wir haben noch andere Themen. Ich meine, bei euch finde ich so spannend, dass ihr ja zunächst ja auch durchaus Corona betroffen wart mit der Frage, was ist eigentlich mit Waren und die jetzt rein und raus können, über welche Verkehrswege. Ihr habt noch mal ein anderes spannendes Thema, über das momentan keiner redet, nämlich der Brexit. Also das ist ja auch was, was bei euch eine Rolle spielt. Parallel auch noch ein neues
IT-Softwareprodukt in den Markt anzubieten, was innovativ ist. Also ich finde, das ist schon eine große Packung. Und von daher sieht man aber trotzdem, also in dieser Vielfalt, wie viel vorangeht. Und da macht es dann eben doch die Frage der Arbeitsteilung. Also, dass man hinkriegt, dass eben in der Belegschaft eben sehr stark arbeitsteilig entwickelt werden kann und auch umgesetzt. Weil es ist ja dann auch, manchmal sind da einfach Sachen, die müssen halt schlichtweg gemacht werden. Und ja, und jetzt, glaube ich, haben wir gerade so, wie man schon sagt, High Season. Und ich muss sagen, ich freue mich total, dass wir dieses Fenster erwischt haben, wo es real ging und von daher wir jetzt so gut auf dem Weg sind. Absolut. zu dem, was du eben gesagt hast mit dem Reden, haben wir auch inzwischen festgestellt, also wir kommunizieren sehr viel über Microsoft Teams, also hatten vorher Yammer benutzt, das ist ja auch von Microsoft, aber eher ein bisschen, also so eine Art Intranet, wer das nicht kennt. Also ein bisschen Facebook-artig sieht das aus, sind dann Ende letzten Jahres umgestiegen auf Teams, weil Yammer halt nicht so für Echtzeitkommunikation geeignet ist und auch keine Videocalls unterstützt und so. Und bestimmte Dinge jetzt in OpenSpace Beta funktionieren einfach nicht, wenn sie nur über Teams kommuniziert werden. Also da ist einfach das persönliche Gespräch nicht zu ersetzen. Die Erkenntnis hatte ich nun auch in der Zwischenzeit. Es ist natürlich, es macht es nicht einfacher, weil ich nicht alle Mitarbeiter in allen Sprachen gleichzeitig an einen Standort zusammenkriege und in drei Sprachen sprechen kann. Es kostet einfach sehr viel Zeit, aber es ist eben auch notwendig. Und auch diejenigen, die jetzt so ein bisschen die Spätzünder sind, die jetzt erst verstanden haben, er meint es ernst. Und jetzt muss ich mich auch mal wirklich um aktive Mitarbeit bemühen. Auch mit denen muss ich natürlich sprechen. Und ihre Bedenken ausräumen und klären, was sie jetzt tun können. Und das funktioniert auf Teams nicht gut, muss ich sagen. Zumindest geschrieben nicht. Über Videocalls ist das was anderes. Ihr beiden, wenn ihr jetzt die ein, zwei größten Unterschiede und die dazugehörigen Erfolgsfaktoren während Corona nennen müsst, also eins habe ich schon gehört, versuchen, wie auch immer, dann doch zusammenzukommen, zumindest für diese Initialisierung, für den ersten Energieschub und dieses Vergemeinschaften der ersten Ideen und Themen. Gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die ihr uns mit auf den Weg geben würdet? In Corona, wenn eine Beta-Transformation dann doch ihren Weg finden soll? Na, ich glaube, was wichtig ist, und das ist jetzt einerseits, also ich freue mich natürlich immer, wenn es Beta-Transformationen sind, aber für alle Art von Veränderungsarbeit. Also ich erlebe im Moment, ich nenne das mal so an vielen Stellen, sowas wie so ein bisschen Mehltau in Organisationen. Also das Operative wird gemacht, man ist weit voneinander weg und es geht auch was verloren. Also das, was man, und dass es ganz wichtig ist, dass man diese Art des gemeinsam an Themen arbeiten, die Perspektive geben, dass man das jetzt nicht vergisst. Weil das gibt auch Schub, das gibt Energie. Das ist im Moment eben nicht so beiläufig, weder in der Kaffeeküche bei vielen, die jetzt im Homeoffice auch nach wie vor sitzen drin. Und ich glaube, dass wir aber diese Themen brauchen und die Perspektive brauchen und auch das Thema brauchen, woher kommt eigentlich, ich nenne das mal Peer-Arbeit. Also wir haben ja ganz viel bei Thorsten, das glaube ich hörte man raus, ist ja so, wie wir arbeiten, ist ja, dass die Belegschaft im Vordergrund steht und eben nicht externe. Und dass dieses Erlebnis eben ganz viel ermöglicht. Und ich vermisse das an vielen Stellen im Moment. Und ich glaube, dass das sich auch irgendwann rächt. Und ich glaube, dass Menschen auch danach ein Bedürfnis haben. Absolut. Thorsten, hast du noch einen Tipp, einen Hinweis, einen Hauptunterschied? Gut, du hast gesagt, du weißt ja nicht, wie es ohne Corona ist. Aber naja, das stimmt. Also ich muss sagen, es ist jetzt natürlich meine erste und hoffentlich letzte Transformation. Und ich hätte
Also ich bin wirklich froh, dass ich Silke da an meiner Seite habe. Und ohne die hätte ich wahrscheinlich sehr viele Fehler gemacht. Und ich habe wirklich sehr viel auch von Silke lernen können in den letzten Monaten. Und also ein Beispiel, einfach viel Zeit zu investieren, um Dinge zu verstehen, die einfach passieren oder warum sie so sind, wie sie sind und nicht einfach unüberlegt zu handeln, sondern das wirklich zu durchblicken. Und ich bin eigentlich kein Typ, der so zu Aktionismus neigt, aber ich denke mal, ich hätte ohne Silke da viele Fehler gemacht, auch aufgrund der Situation natürlich, ne? Weil man da natürlich denkt, meine Güte, jetzt wissen wir nicht genau, also zum Beispiel auch mit dem zweiten Zellstrukturdesign-Workshop, der stand ja auch schon ein bisschen auf der Kippe, weil die Zahlen stiegen. Mein Gott, was machen wir jetzt? Und ja, ich meine, was hat man für andere Möglichkeiten, außer die Entscheidung so spät wie möglich zu treffen und sich dann zu überlegen, im Zweifel, was man macht und einfach da ein bisschen kühlen Kopf bewahren. Also ich denke, egal, ich mache jetzt natürlich ein bisschen Werbung für Silke, ich kenne keinen anderen Coach. Aber für mich ist das wirklich unglaublich hilfreich und ich denke, ich hätte es ohne Silke gar nicht hinbekommen, so weit. Ich glaube, was man vielleicht noch sagen kann, das ist ja, glaube ich, ganz typisch, Thorsten, so wie wir arbeiten, das ist eben so eine typische Zusammenarbeit, wie sie in solchen Transformationen auch ist und ich halte sie auch für die zeitgemäße. Und das, glaube ich, das ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn wir sagen, wir sehen uns relativ wenig. Also wir haben uns natürlich ein paar Mal getroffen und auch gesehen. Und ich war, als man wieder reisen durfte, auch mal 3 Tage am Stück in Hamburg und solche Dinge. Aber wir haben gelernt, auf Zuruf zu arbeiten. Also wir sind jetzt, man kann sagen, wir sind ja jeden Tag und meistens auch am Wochenende in Kontakt und eben nicht nur einmal am Tag, aber oft ganz kurz. Also das sind diese Sachen, kurzer Austausch oder kurzes Update oder kurz was gelesen oder kurz was gegengeguckt oder solche Dinge. Und ich glaube, dass das dann in der Wirkung viel mehr ist als dieses, was wir aus klassischer Beratung kennen. Und ich denke, oder aus meiner Sicht sollte sich das auch überholt haben. Ich halte das für wirkungsvoller. Ich halte das übrigens auch jetzt so in unserer Arbeit für viel partnerschaftlicher und kollegialer. Mir persönlich macht das auch viel mehr Spaß, muss ich auch sagen. Auf dir auch, Thorsten, ein bisschen. Ja. Trotz der Belastung. Also ich find, ich muss auch sagen, was Thorsten jetzt macht, das ist auch schon eine Herausforderung, also die auch belastend ist, weil man hat so viel und er ist verantwortlich und nicht ich. Aber ich glaube, das ist so was Typisches und ich wünsche mir einfach, dass viel mehr solche Zusammenarbeiten in dieser Art entstehen, weil ich glaube, die bringen für alle was. Bevor wir jetzt aufhören, ich habe noch eine Bitte. Weil hier, das ist jetzt die Gelegenheit. Also für die, die es noch nicht mitgekriegt haben sollten, ich habe mich ja gefreut und hätte es auch nicht für möglich gehalten. Open Space Beta ist ja bei Xing für den New Work Award nominiert in der Kategorie Enabler. Und ich gebe zu, ich würde dieses Ding eigentlich ganz gerne gewinnen. Erstens, weil es zeitgemäß ist. Zweitens, heute war das auf Twitter so ein bisschen die Frage, wie viele Konzepte kommen eigentlich von Frauen? Also nicht so viele, so die das treiben. Und wer bereit ist und das verantworten kann, ich freue mich über jede Stimme. Und es geht noch bis Anfang November und das wäre ganz toll. So, das war meine kleine Bitte an euch alle. Na, das ist doch absolut ein Aufruf und nach heute und nach diesem kleinen Einblick in, wie es ganz praktisch läuft, ist das vielleicht auch doch zu überlegen und aller Ehren wert, da sein Häkchen zu machen. Ihr habt noch eine Chance, ein bisschen tiefer reinzuhören, nämlich jetzt in unseren Sessions. Eine der 4 Sessions wird von Thorsten und Silke geleitet und durchs Thema geführt und Beta-Kodex-Einführung in Session 2 gibt es in eine Fragestunde, einen Diskurs und in der Session 3 die Macht der Sprache, Lieblingsunworte und in der Session 4 sagt Peter Refocus. Ihr habt euch alle entschieden. Wer nicht, der wird einfach zugelost. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß, guten Diskurs in der nächsten Stunde in euren Sessions.